Liebe Gemeinde Grünwälder Land, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es freut mich, dass Sie in der letzten Wahlperiode so viel Zutrauen zu mir und meinen Kollegen hatten. Wir haben es geschafft, dass wir uns eine neue Gemeinde aufbauen konnten. Und in dem Sinne möchte ich Ihnen auch mein neues Wahlversprechen vorbringen. Ich werde im Gemeinderat dafür eintreten, dass wir uns breiter aufstellen, was die Produktion angeht. Genaueres kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, da hat der Stadtplaner leider nicht mehr rausgelassen. Wir werden gucken, dass die Steuern regelmäßig und vollumfasslich eingetrieben werden und es hier keine schwarzen Schafe gibt. Das Gesetz wird durchgesetzt, auch die Verkehrsregeln. Herr Schmitz. Und wir werden aber auch gucken, dass die Gemeindemitglieder Vollbeschäftigung erfahren. Das heißt, jeder darf voll und ganz arbeiten. So, vielen Dank dafür. Danke. Ja. So, dann mache ich das flüssig. Liebe Bürger von Grünfelderland, die meisten von euch kennen mich ja schon. Was? Aus Schwarzing. Achso. Ich möchte mich wieder wählen lassen und würde in Grünfeld Folgendes ändern. Ich würde mit der Bank reden, über den Kredit, da 10% vom Hofkapital ziemlich wenig ist. Herr Schneider, Sie packen jetzt auch die Ich Kettensäge würde weg. Mich um die Subventionierung kümmern, da das noch ziemlich ausbaudürftig ist. Ich werde mich um mehr Produktion in Grünfelderland kümmern. Und ich würde die Biobauern finanztechnisch unterstützen. Vielen Dank zum Zuhören. Applaus für diese Einnahme. Fast alle gut vorbereitet. Okay, gut, Sie haben alle Kandidaten somit vernommen. Sie sollten sich jetzt Gedanken machen bis nächste Woche. Und nächste Woche Montag wird die Ergebnisse bekannt gegeben. Solange sind die amtierenden Gemeinderatsvorsitzenden noch im Amt. Und wie gesagt, nächste Woche Montag erfahren Sie dann das Ergebnis der neuen Gemeinderatswahl. Jo. Vielen Dank. Alles klar. So, jetzt gucken wir gerade mal auf die Uhr. Na, 2 Minuten macht der Lidl auf. Ich glaube, ich gehe mir da mal ein Brötchen holen. Der war ansonsten, ja. Hätten Sie jetzt gleich noch mal ein paar Minuten? Ja, hätte ich. Ja, Herr Richter, ich möchte noch mit Ihnen sprechen. Wir fahren ja schon. Komm, Thomas. Wollen wir uns gerade hier hinsetzen, oder? Ja. Okay. Ich bin mit dem Herrn Wauna alleine oben. Jetzt sag ich gut. Wer wollte mit mir sprechen? Der Herr Richter. Ah ja. So. So, was haben Sie denn genau zu dem Breitwinkeln da gesehen? Oder zum Erregung öffentlichen Ärgernis? Ja, kommen Sie mal mit. Ich demonstriere Ihnen das mal. Nicht demonstrieren, sondern nur zeigen. Ja, ja, ich demonstriere die Geschehnisse. Also, Herr Hofer kam hier an, hat sich hier hingestellt und man hat es laut plätschern hören, wie er urinierte. Okay, gut. Zeugen waren außerdem der Herr Rasex und der Herr Schneider, soweit ich weiß. Gut, kann man das so nehmen, weil als Zeuge haben Sie das Recht, also Sie müssen die Wahrheit sagen, ansonsten machen Sie das strafbar. Ja, ja, natürlich. Also hier, warten Sie kurz, unterschreiben Sie hier so Ihre Zeugenaussage. Dann bestätigen Sie auch, dass ich Ihnen das belehrt habe mit den Sachen. Können Sie das bitte unterschreiben? Ja. Moment.
Bitteschön. Danke. Naja, das war nämlich sehr unangenehm. Ja. Dann wegen dem Traktor, das war der Herr Schneider. Genau. Haben Sie von ihm auch eine Telefonnummer? Nee, habe ich leider nicht. Der ist erst neu zugezogen. Mit dem hatte ich noch gar keinen Kontakt. Aber probieren Sie es mal beim Herrn Raysex, weil die hatten ja, glaube ich, schon mal Kontakt. Jo. Okay, ja. So, okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ich. Kommen wir hier raus. Ja, funktioniert. Ja, Telefon. Ja, hallo? Hallo? Ja. Der Herr Schneider hier. Ah, hallo. Hallo, haben Sie eine Arbeit für mich? Weil nee, leider gerade nicht. Ich müsste selber mal gucken, was ich überhaupt zu tun habe. Moment, ich fahre anders. Ich weiß selber nicht, was ich gerade zu tun habe. Oh, ich wollte okay. Ich wollte mir noch ein Brötchen kaufen. Moment, ich muss mal zum Lidl. Okay, passt. Jo, bis dann. Servus. Tschüss. So. Dann kann man hier. So. Schöne Brötchen hier. Ah, immer das Gekrümmel im Auto, aber das muss es sein. Brötchen und eine Butterbrezel. Ich finde es ja ganz gut, dass an so Supermärkten immer oder häufig davor noch so Bäcker sind. Ne? Das ist sehr praktisch. Oh, da waren nur 30. Habe ich ganz übersehen. Ja, ich fahre jetzt mal kurz raus aus der Stadt, weil da dauernd rumhängen, darauf habe ich gar keinen Bock. So. So, ich bin mal gespannt bei der Gemeinderatswahl, wer da das Rennen macht, weil dieses Mal haben wir schon so ein bisschen, sind die Leute doch schon so ein bisschen mit anderen Wahlversprechen zugange wie das letzte Mal. Da hatten ja fast alle das gleiche vor. Oh, warte mal, da ist ein Parkplatz, das ist gut, dann kann ich mal ein bisschen chillen. Ja, ich nehme mal gerade noch die alte Einfahrt. Hier gerade mal telefonieren. Ach, der ist besetzt. Okay, aber dann kann ich gerade mal ins Tablet gucken. Okay. Ah ja, genau, da fällt mir wieder was ein. Okay, braucht Kalk. Okay. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich hatte da mal eine Frage. Jo, was wär's? Ist der Weizen inzwischen in meinem Silo? Nein. Herr Neumann, ey, jetzt hat man heute Nacht Minusgrade. Es geht doch nicht. Der Weizen, der erfriert mir doch. Und die Feuchtigkeit, die da drin steckt, die kriege ich nie wieder raus. Ich schicke einen hin. Ja, aber hoppla bitte. Ja. Also so langsam verliere ich das Vertrauen zu Ihnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das noch besser in Erinnerung. Ja. Ich glaube, Sie müssen mal auf ein Bier vorbeikommen, dass wir das hier regeln. Ja. Okay, gut, dann. Bis dann erstmal. Tschüss. Tschüss. Hi.
Eieiei. Lässt er mein Weizen da über Nacht liegen? Ah, Moment. Oh Gott. Oh. Hallo, hier ist Herr Neumann. Ja, Herr Neumann, jetzt bin ich nochmal. Ich hatte da ganz was vergessen. Und zwar hatten wir ja eigentlich gesagt, dass Sie den Weizen ankaufen. Ja, genau. Moment, ich schau mal gerade in meinem Notizbuch. 750 Euro. Genau, 57. Das ist ein sehr guter Preis, wie ich gerade sehe. Ich hätte insgesamt, die 391 Liter schenke ich Ihnen. 58.000 Liter circa. 58.000. Ach so, 58. Ja. Also wenn Sie da direkt einen runterschicken mit irgendwas zum Anhängen, könnten Sie den auch direkt mitnehmen. Es muss aber vom Boden noch aufgehoben werden, ne? Ja, da hat es ja Ihr Mitarbeiter hingelegt. Ja, okay. Okay. Ich schicke welche runter. Gut. Und das Stroh brauchen Sie im Moment oder eher nicht? Nee, hat man gesagt, das brauchen Sie nicht, genau. Das brauche ich nicht. Okay, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Okay, gut, dann haben wir das geregelt. 58.000 Liter. Es gibt ein ordentliches Sümmchen, glaube ich. Es war wirklich die Höhe. Das war die Höhe. Hat er das mir einfach aufs Fossilo gekippt? Moment, ich hätte auch da jetzt mal rechts fahren können, dann wäre ich glaube ich schneller gewesen. Gut, aber dann werde ich mal schnell zusehen, dass ich das Stroh noch wegkriege, weil das braucht man nicht. Unser Anhänger steht noch am Feld. Moment, da darf man nicht so schnell, da darf man nur 50. Wir müssen so gucken, dass wir uns so ein bisschen an die Geschwindigkeitsregeln halten. So. Sehr gut. Naja, da liegt's noch, ey. Gibt's ja gar nicht, weißt du? So, ich pack mal hier ein bisschen schräg, weil dann habe ich mehr Platz zum Aussteigen. So. Gut, dann hole ich mal gerade den Ladewagen, der steht nämlich noch am Feld. So. Bin mal gespannt, wie das anläuft mit der Führerschein. Mit dem Führerschein. Warte mal, habe ich jetzt das Licht vergessen auszumachen beim Auto? Ne, es war glaube ich aus. So. Und ab geht die Luzi hier. Dieser Traktor, der macht mir richtig Freude, wenn ich mit dem fahre. Und dann brauche ich eigentlich noch einen, der bei mir kalkt.
Was will denn der Racex jetzt hier?